Ja, moin moin. Mal etwas anderes. Heute ein Buchtipp, der einlädt, Kiel mal kennenzulernen. Bald haben wir auch die Kieler Woche. Wir erwarten viele Touristen, viele Besucher der Stadt und auch für Einheimische. Das heißt, für Kieler selber ist das Buch eine wahre Entdeckung. Zu Fuß durch Kiel, 12 Spaziergänge. Wenn man Kiel mal genau beobachtet, wenn man zum Beispiel Kiel mal von oben sich anschaut, sieht man, wie grün Kiel ist. Wie viel Wasser natürlich Kiel auch hat. Dort, wo viele andere Städte ein richtiges Stadtzentrum haben, haben wir natürlich auch. Aber auffallend ist da die Förde. Auch gibt es hier die Schwentine, den Nord-Ostsee-Kanal. Und alles darf entdeckt werden durch Spaziergänge. Es sind 12, die 12 Themen anbieten. Berthe und Martin Stermann sind diese abgegangen. Die Themen sind einfach das Villenviertel hier von Kiel, was sich erschließt, wenn man dort spazieren geht. Oder halt ein netter kleiner Bummel. Und wie ich schon sagte, die Schwentine, das heißt der Weg entlang einer Schwentine. Wir sagen da selber immer, es ist fast schon eine tolkienhafte Landschaft, die wirklich voller Natur geprägt ist und sehr viel zu erleben dort anbietet. Maritimes ist natürlich hier in Kiel vorrangig zu sehen. Und egal, wo man längs geht, man trifft auf Wasser. Das macht das spannend. Man entdeckt Historisches. Man kann die Natur wiederfinden. Ostufer, Westufer, alles ist dabei. Die Altstadtromantik sowie auch gleichzeitig die ganzen Neubaute und auch die Kunst kommen nicht zu kurz. Wenn man mit offenem Auge durch Kiel geht, sieht man auch, dass viele Skulpturen zu sehen sind. Auch lohnt sich der Blick immer wieder nach oben, weil wir hier auch Häuser haben, die den Krieg überstanden haben und dementsprechend hier auch viel Historisches und auch Architektonisches zu sehen ist. Auch zu erwähnen möchte ich nochmal dieses Buch von Katja Josteit, Glücksmomente, Geschichten aus Kiel. Wer das noch nicht hat, das sind einfach Geschichten, die Glück in Kiel fokussieren. Sei es eine Rettung von einer Surferin etc. Hier kein richtiger Reiseführer, sondern einfach nur gezeigt, wie die Menschen in Kiel glücklich sind. Unter anderem ein Buchhändler-Ehepaar, die sich während der Ausbildung kennengelernt haben, sehr schnell zusammengezogen sind und fast schon märchenhaft eine eigene Buchhandlung betreiben. Hier nachzulesen. Ich wünsche viel Spaß. Viel Spaß beim Spazierengehen, beim Entdecken. Zu erwähnen sei hier auch nochmal, dass die Fußwege wirklich auch gut zu machen sind. Die sind immer per Karte gezeigt, Bildmaterialien und auch sehr viel Information drumherum. Der längste Weg sind 7 Kilometer circa. Meistens sind sie um die 3 bis 5. Es gibt auch weniger, mal 2,5 oder 2 Kilometer. Also viel Spaß!